für die freundlichen Worte zu Beginn. Herr Sie, meine Damen und Herren, in der Regel bei meinen Ausführungen, meinen Vorträgen lese ich eigentlich keine Texte ab, sondern habe nur ein Muster etwa und hangel mich an Stichworten entlang. Das ist aber heute nicht möglich, weil eben die Fülle der Ereignisse dieses Jahres sich einfach nicht dazu eignen, jetzt locker zu sprechen. Deshalb habe ich also den Text jetzt vorbereitet und werde ihn langsam verlesen. Es wird ein kursorischer Durchlauf sein von Januar bis Dezember und im Anschluss daran werde ich versuchen, noch mit drei Tafeln zum Abschluss Ihnen zu erläutern, welche Maßnahmen praktisch 33 ergriffen wurden, wer meines Erachtens die Männer des Jahres 1933 hier in Siegen waren und zum Abschluss noch ein kleines Fazit, wie ich dieses Jahr sehe. Dann ist also, das würde, denke ich, 60 Minuten dauern, dann ist Möglichkeit zu Rückfragen oder Kritik oder Anmerkungen zu den Ausführungen. Der Nationalsozialismus ist sicher nicht auf Hitler zu reduzieren. Er ist der Haupttäter und das Gesicht des Nationalsozialismus. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen aber beteiligte sich Tag für Tag, wenn auch in unterschiedlichem Maß, an den Verbrechen des NS-Systems. Das wird vor allem bei der Betrachtung von Geschichte vor Ort deutlich. Hier handeln die Menschen konkret, ihre Namen und ihre Handlungen sind uns bekannt. Nach der Befreiung vom Nazismus sprechen wir von Zuschauern, Mitläufern, Mitmachern, Beteiligten, Verstrickten, Nutznießern, innerlich Emigrierten, aber nur äußerst selten von Tätern. Im Dezember 1932 herrschten Not und Armut in Deutschland. Es gab etwa, Sie wissen es, 6 Millionen Arbeitslose. Die meisten Menschen waren mutlos. Der Arbeitsamtsbezirk Siegen gab für den 31.12.1932 die Zahl der Arbeitslosen mit 19.785 an.